Willkommen zum Mittwochsupdate vom 18.03.2020. Ja, ein neuer Zirkusstar heißt die neue Quest oder besser gesagt, Jorvik sucht den Superstar. Ja, Jorvik sucht den Superstar. Und die Quest beginnt im Nilmas Hochland. Hier versteckt sich Isabel hinter einem Baum. Und ja, die Quest können wir machen, wenn wir Isabel in Fort Pinter bei ihrem Auftritt geholfen haben. Ich bin mal sehr gespannt. Ja, ein neuer Star wird gesucht. Ich nehme mal an, dass Isabel dann ja, im Zirkus. Ich weiß nicht, ob sie bleiben wird oder ob wir sie überhaupt noch hinbringen müssen. Es war ja zumindest mal ihr Traum, bei Idris im Zirkus mitzuarbeiten. Mal schauen, ob es klappt. Ja, dann gibt es wohl bei einigen Generation 3 Pferden ein paar Probleme bei den Bewegungen. Daran wird gearbeitet. Dauert noch ein bisschen, aber Star Stable weiß Bescheid. Sie aktualisieren irgendwie das Dateiformat. Okay. Also kann es sein, dass es leider noch ein bisschen so sein wird, dass die Pferde sich komisch bewegen, dass die Animationen ein bisschen merkwürdig aussehen. Aber sie sind dran. Und dann gibt es einen neuen Teaser und der ja, wird nächste Woche interessant. Nächste Woche kommt Gary Goldzahn wieder nach Jorvik und Rhiannon ja, möchte uns dem Seelenreiten näher bringen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal den Teaser an zu Umbra und Ayla. Bis gleich! So, ja, die beiden sind Andalusier vom Körperbau her. Sie sind auf jeden Fall, ja, schick. Ich denke mal, so wie es aussieht, können wir bei den Pferden die Mähne ändern. Hoffe ich zumindest so ein bisschen, weil ich, ja, ich glaube, Ayla ist das, die Helle auf jeden Fall. Ja, schon auch gerne mal mit der normalen Andalusia-Mähne sehen würde. Und ich bin mal gespannt, was uns da erwartet, wie lange die beiden dann bleiben. Preislich werden sie vermutlich genauso teuer sein wie die Andalusia. Ich weiß jetzt leider gerade nicht, wie teuer die sind. Ja. Geschwindigkeit ist ja jetzt bei den. Ich weiß gar nicht, Urpferde sind es wahrscheinlich nicht, sind wahrscheinlich eher magische Pferde. Aber wir werden es nächste Woche sehen, als was sie bezeichnet werden. Und hier ist auch schon eine ganz schöne Schlange an Teilnehmern. Big Bonnie ist dabei. Und die stellen sich hier vor. Oh, sogar ein Pferd. Tja, gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.